Das ist Inge. Sie ist 4 Jahre alt und lebt in der DDR. Und das ist Mike. Er ist ebenfalls 4 Jahre alt. Für Inge war Werbung nie ein großes Thema. In der DDR gab es aufgrund der Planwirtschaft nur Werbung für die SED. In der Zeit von Mike gibt es so viel Werbung, dass er völlig reizüberflutet ist. Er sieht so circa 10.000 Werbeanzeigen am Tag. Ausgelöst von Marketingstrategien wie zum Beispiel dem Suchen neuer Verkaufsorte, diese können zum Beispiel Schulen oder Märkte sein. Aber auch die Anpassung der Preise und der Packungsgrößen spielen eine wichtige Rolle. Außerdem werden Produkte an lokalen Märkten angepasst, wie zum Beispiel Halal-Angebote in muslimischen Ländern. Dann kommen noch Promotion-Aktivitäten hinzu, wie Spielzeug in Fastfood-Ketten und dann noch die PR, wie Sponsoring und Spenden. Selbst in ihrer Jugend ernährt sich Inge weiterhin bewusst gesund. Sie verzichtet nach wie vor auf Fastfood. Mike hingegen verzichtet auf gesundes Essen und ernährt sich weiterhin von Fastfood. Er denkt nicht über die Folgen nach. Inge hat einen anderen Bezug zur Nahrung. Sie wurde als Kind nicht von Werbung dazu gebracht, sich ungesund zu ernähren. Somit ernährt sie sich im Alter weitestgehend gesund und wird deswegen lange und glücklich leben. Im Gegensatz dazu weiß Mike nicht, wie man sich richtig ernährt. Deswegen isst er immer mehr und mehr Fastfood. Wenn Mike so weitermacht, wird er an Diabetes oder Herz-Kreislauf-Erkrankungen erkranken.